Die Autobahn. Weltweit ein Mythos der Mobilität. Und der ganze Stolz der Deutschen, die schließlich auch das Automobil erfunden haben. Doch die viel gepriesene Mobilität wird immer öfter eingeschränkt. Die Stausituation ärgert mich am meisten auf den Autobahnen, weil ich einen unheimlichen Zeitverlust habe dadurch. Baustellen, marode Fahrbahnen, Staus und verwahrloste Rastplätze. Wird das Vorzeigeobjekt deutscher Ingenieurskunst jetzt zum Pflegefall? Die bewunderte Fernstraße ist in die Jahre gekommen. Sie wurde gebaut und geplant in einer Zeit, in der es nur 2 Millionen Autos in Deutschland gab. Heute sind es 58 Millionen. In diesem Fahrzeug ist der tägliche Notdienst der Autobahn unterwegs. Kilometer Strecke der A2 und der A7 kontrollieren Martin Erler und Hartmut Heine von der Autobahnmeisterei Hannover. Sie beseitigen Straßenschäden, Gefahrenstellen, Müll, Tierleichen. An diesem Morgen haben sie einen Elektroherd entdeckt, den jemand auf der Standspur entsorgt hat. Das Strandgut der Verkehrsbrandung muss geborgen werden. Das Hämmern von Hunderttausenden von Fahrzeugachsen täglich macht die Fahrbahn mürbe. Kaum ein Abschnitt der rechten Spur ist ohne Beschädigung. Ein Jahr lang haben wir an der Autobahn gedreht und dachten oft, manche Dorfstraße ist in besserem Zustand als die Lebensader unserer Wirtschaft. Wenn ich hier mal in die Straße gucke, was hier alles rumliegt, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn das in die Scheibe fliegt. Das kann wehtun. Das geht auch durch die Scheibe. Ja. Seit der Wende hat sich der Güterverkehr in Deutschland verdoppelt. Das kann die Fahrbahn nicht mehr verkraften. Doch es gibt keine Grundsanierung. Das Geld reicht nur für Flickwerk. Das ist also jetzt schon ein ziemlich massiver Schaden. Das ist schon massiv, ja. Hier haben wir schon was einbauen lassen. Es hat sich weggedrückt, wenn man da durchfährt. Ja. Die Räder springen schon ganz schön. Knallt ordentlich in den Achsen. Das kann ich so nicht lassen. Das heißt, irgendwann ist das ausgeschlagen? Ja, das fährt sich aus. Das ist ja genau die Rollspur vom Schwerverkehr. Die rollen dort direkt rüber. Das drückt sie einfach raus. Wir mit unserem Material reparieren das. Wir sind, ich sage mal, wenn das Wetter sich gut hält, es trocken bleibt, in 4 Wochen wieder hier. Und stemmen den alten Belag oder das alte Mischgut, was wir hier eingebaut haben, wieder aus. Bauen wieder neues ein, kostet auch wieder Geld. Wir müssen auf die Bahn, müssen eine Spur sperren. Es entsteht vielleicht sogar ein Stau dadurch, was auch nicht sein muss und keiner haben will. Von daher wäre es doch eigentlich sinnvoll, einmal zu sperren und einmal vernünftig zu machen. Die Dichtung einer Dehnungsfuge ist herausgeschlagen. Wenn hier der Frost zupackt, sprengt er den Beton. Das dicke Gummiseil gefährdet jetzt den Verkehr und muss entfernt werden. Man kennt gar keine vernünftigen Fahrbahn mehr, dass sie heile ist am Stück. Also für mich alltäglich. Ja. Ron Kneffel aus Isernhagen bei Hannover ist Unternehmer in der Telefonbranche. 60.000 Kilometer fährt er im Jahr. Um 12 Uhr hat er einen wichtigen Geschäftstermin auf dem Expo-Gelände. Doch das Navi warnt vor einem Stau auf der A2. So, und jetzt stehen wir. Stauursache? Unbekannt, wie so oft. Ich kann es dir nicht sagen. Die Fahrbahn wurde verengt. Diesem Stau ist er entkommen. Doch der nächste wartet schon 7 Kilometer weiter. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, der Zustand der Autobahn, der hat sich verschlechtert, anstatt verbessert. Gerade, man sieht es ja auch hier auf diesem Belag, die Autobahn ist vor 3 Jahren meines Erachtens neu bedeckt worden. Weil ich kann mich daran erinnern, vor 3 Jahren hier in einem Stau gestanden zu haben. Wenn man sich die Fahrbahndecke anschaut, unterschiedliche Farben, man merkt jedes Schlagloch, man merkt jeden Holperer. Das Auto wird lauter. Also unheimlich viel Komfort in diesem Fahrzeug, den ich aktuell nicht spüre, weil die Straßenbelege oder Verhältnisse dementsprechend nicht gemacht sind. Diese Brücke an der A2 bei Lehrte muss täglich 100.000 Fahrzeuge aushalten. Vor knapp 10 Jahren wurde sie gebaut.
Einmal im Jahr wird sie von Spezialisten der Straßenmeisterei kontrolliert. Ein Blick genügt Uwe Rose, um zu erkennen, dieser Bau ist vom Dauerfeuer des Verkehrsflusses zermürbt worden. Kiloschwere Bolzen sind aus den Halterungen gerissen. Ein beladener 40-Tonner belastet die Straße mehr als 120.000 Pkw. Das haben Physiker errechnet. Und täglich fahren 40.000 Laster über diese Brücke. Uwe Rose befürchtet deshalb, dass hier noch mehr gravierende Schäden entstanden sind. Wenn schon die armdicke Stahlkonstruktion zertrümmert wird, kann das nicht ohne Folgen für die Sicherheit der ganzen Brücke bleiben. Wie sieht sie von oben aus? Die ist gebrochen. So wie das aussieht. Ja. Also da ist schon was. Das Brückenlager ist zerborsten. Die Hälfte aller Autobahnbrücken in Deutschland, so schätzt die Bundesanstalt für Straßenbau, ist in einem kritischen Zustand. Finanzbedarf für die Instandsetzung etwa 7 Milliarden Euro. Ich habe das Gefühl, dass weitaus mehr Autos auf deutschen Autobahnen oder generell auf Autobahnen unterwegs sind. Es ist einfach mehr Güterverkehr auf die Autobahn gekommen. Und ich muss sagen, das Verständnis der Autofahrer in den letzten Jahren hat sich verändert, hat sich verschlechtert. Also ich glaube, die deutsche Mentalität ist, ich fahre ein großes Auto, ich bin der Schnellste, ich habe Vorfahrt. Es gibt keine Fairness mehr auf den Autobahnen. Weder bei den Lkw-Fahrern Unverständnis. Es wird überholt, ohne Rücksicht auf den Hintermann zu nehmen. Permanent wird man gedrängelt. Also das gesamte Verhältnis der Mitmenschen auf der Autobahn hat sich verschlechtert. Hier das beste Beispiel. Warum schert dieser Lkw jetzt aus? Und ich werde ausgebremst, weil ich nicht schnell genug auf die linke Spur kann. Die Ursache von 40% aller Autobahnunfälle ist überhöhte Geschwindigkeit. Die A29 bei Wildeshausen. Hier hat ein Raser einen Opel Corsa mit 220 Stundenkilometern von der Überholspur gerammt. In dem Kleinwagen starben zwei Menschen. Nur wenige Länder der Erde kennen kein Tempolimit, außer Deutschland etwa, Nordkorea, Burundi, Myanmar und Somalia. Das Motto von der freien Fahrt für freie Bürger ist eine alte Kampfparole der Autolobby. Schlimmstenfalls heißt das, mit Vollgas in den Tod. Ist die Idee einer Geschwindigkeitsbegrenzung nur eine Ökospinnerei? In Dresden, an der Technischen Universität, gibt es einen Lehrstuhl für Verkehrspsychologie. Hier erforscht man seit langem das Seelenleben des deutschen Autofahrers. Professor Bernhard Schlag ist Berater des Bundesministers für Verkehr und warnt seit langem vor den wachsenden Gefahren der Tempofreiheit auf der deutschen Autobahn. Wir haben dort besonders schwere Unfälle, die natürlich mit hoher Geschwindigkeit und eben mit hohen Geschwindigkeitsdifferenzen zu tun haben. Insofern ist eine Begrenzung, sagen wir mal, auf eine Höchstgeschwindigkeit, die im europäischen Rahmen ohnehin in den meisten Ländern vorhanden ist, sicherlich ein probates Mittel, um die Spitzen zu kappen. Wir haben möglicherweise in Bezug auf Geschwindigkeit ein ähnliches Verhältnis wie die US-Amerikaner oder viele US-Amerikaner zum sogenannten freien Waffentragen haben. Auch da ist eine Diskussion im Gange, ob das überhaupt eine Gesellschaft noch tolerieren kann. Und die Konsequenzen, die es hat, ich glaube, sie werden irgendwann mal als Gewinn erlebt. Ein Tempolimit wird nicht von Experten, sondern von Politikern entschieden. Ich will Olaf Lies danach fragen. Er ist Verkehrsminister der rot-grünen Landesregierung in Hannover und sitzt im Aufsichtsrat von VW. 5.000 Euro im Jahr, macht ihr das mal? Wem gehört seiner Meinung nach die Zukunft auf unseren Straßen? Ich bin mir sicher, dass wir in 20 Jahren über den Gedanken, warum hat man nicht ein Schild aufgestellt und die Geschwindigkeit begrenzt, lachen wird und sagen wird, was ist das denn für ein unintelligentes System? Ich sitze in einem hochmodernen Fahrzeug
wo ich ja alle Grundlagen und alle Möglichkeiten hätte zu verarbeiten, was kommt an Verkehr auf mich zu, welche Belastung es macht. Es jetzt Sinn, vielleicht sehr frühzeitig abzufahren und großräumiger zu umfahren. Also ich wünsche mir einfach, das mag an meiner Herkunft als Ingenieur denken, intelligente Lösungen, die weitergreifen, als nur das System zu glauben, man könnte mit einem maximalen Tempo oder mit einem Tempolimit die Probleme lösen. Das reicht nicht aus und deswegen finde ich, ist die Debatte verkürzt und deswegen bin ich auch kein Freund einer solchen Debatte, sondern liebe die Debatte, die eher zukunftsgerichtet die Möglichkeiten nutzt, die es gibt. Aber jetzt und heute ist die A2 die gefährlichste Straße in Niedersachsen. Allein im Raum Hannover gab es hier im letzten Jahr 12 Tote. Hauptunfallursache: der Güterverkehr. Die Dichte der Lkw ist hier so groß wie nirgendwo sonst. In der Klimaagenda der Bundesregierung von 2007 wurde eine massive Stärkung des Schienenverkehrs versprochen. Jetzt heißt die Prognose von Verkehrsminister Ramsauer: Zunahme der Lkw bis 2025 um 60%. IT-Manager Ron Kneffel unterwegs auf der A2. Was, wenn bald noch viel mehr Lkw fahren? Nicht nur die Verkehrsdichte, die durch LKWs entsteht, sondern auch die Überholmanöver und die Unfälle und die Zustände der LKWs, die wiederum durch geplatzte Reifen, durch Motorschäden mitten auf der Autobahn stehen bleiben und dadurch wieder Staus verursachen. Wenn das noch 60% mehr wäre, dann würde nichts mehr gehen auf deutschen Autobahnen. Ein LKW-Crash auf der A1 bei Bremen. 6 Trucks sind ineinander verkeilt. Ein Toter, 2 Schwerverletzte. Unfallursache hier: mangelnder Abstand, Unaufmerksamkeit. Immer öfter läuft nach Beobachtungen der Polizei in Lkw-Führerhäusern ein Fernseher auf dem Armaturenbrett. Werden während der Fahrt E-Mails geschrieben, wird Kaffee gekocht, Zeitung gelesen. Außerdem seien viele Fahrzeuge technisch in mangelhaftem Zustand, immer mehr Fahrer überfordert und schlecht ausgebildet. Wie sollen unsere überlasteten Autobahnen noch einmal 60% mehr Lkw-Verkehr verkraften? Frank Hennig und Uwe Wenzel von der Autobahnpolizei Braunschweig im Einsatz an der A2. Sie sagen, derzeit gibt es nur ein Mittel gegen das drohende Lkw-Chaos: Kontrollen. Die beiden Beamten sind Experten für den Güterverkehr. Auf ihrer Streife fällt ihnen ein Truck auf. Der Brummi liegt etwas schief auf der Straße. Das schenkt schon Bravo Jasti. Personalausweis da, Bravo Jasti, nein. Und du fährst mit LKW hin und her und hin und her. Der polnische Fahrer hat keinen Führerschein und keine Lizenz für den Güterverkehr. Auch die Fahrzeugtechnik ist nicht in Ordnung. Es gibt Mängel am Bremssystem. Zu Hause nützt hier nichts, die Lizenz. Das ist ein Spiegel, der hier gehört gar nicht dran an das Fahrzeug. Das ist also einfach ein Billigteil irgendwo dran gebaut. Die ganze Kabellage, alles das, was für den Spiegel zuständig ist, ist gar nicht mehr in Benutzung. War das nur ein Einzelfall oder ist das etwa normal auf der Autobahn? Auf dem Parkplatz Röhrse an der A2 findet am Abend eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs statt. Das sind Lkw mit ungewöhnlicher Ladung, die eine Ausnahmegenehmigung brauchen. 25 Polizisten und Sachverständige werden jedes der Fahrzeuge prüfen. Das werden wir uns ansehen. Solche Riesenkonvois dürfen nur nachts fahren, weil dann auf der Autobahn weniger los ist. Dieser Lkw hat eine 23 Tonnen schwere Maschine für Vietnam geladen. Erste Diagnose: eine Felge ist angeschlagen, es droht ein Reifenplatzer. Einsatzleiter Klaus Wippig stellt fest, auch die Ladung ist nicht vorschriftsmäßig festgezurrt. Der Lkw darf nicht weiterfahren. Das ist ja letztlich ein beliebig rausgegriffenes Fahrzeug. Richtig. Ist das normal? Leider ja.
Es ist also nicht besonders rausgeguckt, das ist ganz beliebig rausgesucht und leider ein Ergebnis, mit dem wir eigentlich rechnen. Aber das heißt doch für mich als Autofahrer eigentlich, dass ich mich bei LKWs doch ein bisschen vorsehen muss. Würde ich auf jeden Fall zuraten. Ja. Und man sollte auch nicht versuchen, zwischen zwei LKWs hängen zu bleiben. Auch das kann gefährlich werden. Ja. Weil wenn der erste scharf bremsen muss und der zweite schafft es nicht mehr, hat man als PKW-Fahrer ausgesprochen schlechte Karten. Die Überprüfung jedes Fahrzeugs dauert weit über eine Stunde. Jede Achse wird gewogen, die gesamte Technik gecheckt und Dutzende von Papieren kontrolliert. Es gibt zu viele Mängel. Auch hier heißt es, Fahrt beendet. Die Polizisten sind täglich im Einsatz auf der A2, aber die Verkehrsprobleme können sie dadurch nicht lösen. Ein erfahrener Autobahnpolizist wie Klaus Wippig sieht die Zukunft eher nüchtern. Wenn wir Pech haben, dann haben wir eine ziemlich große Staulage. Möglicherweise wird die Fahrbahn oder wird diese Autobahn noch um eine Spur erweitert pro Richtung. Und da gibt es Überlegungen, ob das durchgesetzt werden kann, wage ich zu bezweifeln. Also die Dichte wird auf jeden Fall zunehmen. Möchten Sie dann noch Polizist sein? Ehrlich gesagt? Nein. Vier Schwertransporte werden in dieser Nacht untersucht. Alle vier hatten schwere Mängel und durften nicht weiterfahren. 40.000 Lkw fahren pro Tag über die A2. Aber im ganzen Jahr können nur 1.000 von ihnen überprüft werden. Wir brauchen viel mehr Kontrollen, sagt die Polizei. Wie will der Verkehrsminister in Hannover die Lkw-Flut bändigen? Allein mit einem intelligenten Verkehrsmanagement- und Lenkungssystem wären wir in der Lage, bis zu 15% insgesamt mehr Verkehr auf der Straße vernünftig abzuwickeln, in Zeiten, wo es um Staus oder andere Dinge geht, sogar 30%. Die Frage, wie können wir den Seitenfahrstreifen jeweils nutzen, wenn der Bedarf da ist und es vernünftig steuern, schafft auch noch mal bis zu 30% mehr Kapazität. Also bevor man neu baut, glaube ich, muss man auch über Intelligenz von heute und morgen nachdenken. Und die steckt ja durchaus nicht nur in Beton und Asphalt, die steckt vor allen Dingen auch in Elektronik. Ist Elektronik wirklich die Lösung? Die Realität auf unseren Straßen macht es schwer, an solche Visionen zu glauben. Thomas Warner von der Gewerkschaft Verdi kennt den Alltag der Fernfahrer. Früher waren sie die Kapitäne der Landstraße, heute sind sie Sklaven der Logistik. Also wir haben das häufig, dass wir eben Mitteilungen bekommen, dass Fahrer eben genötigt werden, ihre Lenkzeiten zu überschreiten, dass sie genötigt werden, eventuell dann auch von ihren Arbeitgebern weit über die vorgeschriebene Lenkzeit von 8 oder auch 10 Stunden ist ja möglich, hinauszugehen und eben den Druck aushalten müssen. Was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir da auch schon eben von erfahren haben, gerade wenn Kraftfahrer sich auf Raststätten so nicht gerade vernünftig hingestellt haben, sodass sie mit ihren Lkw eventuell zwei Plätze gleichzeitig blockieren, dass dann schon einige Lkw-Fahrer sehr sauer geworden sind, beziehungsweise dass natürlich da man bemerkt, dass der Druck, der auf die Fahrer ausgeübt wird, natürlich dann auch häufig dazu führt, dass sie untereinander sich nicht gerade kollegial verhalten. An der A1 bei Wildeshausen eskaliert der Streit um einen Lkw-Parkplatz. Ein Fahrer liegt nach einer Messerstecherei auf dem Asphalt. Das Opfer überlebt, schwer verletzt. Jede Nacht bringt neuen Stress für die Fahrer, weil es zu wenig Parkmöglichkeiten gibt und jeder Stellplatz umkämpft ist. Denn ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten kann den Fahrer bis zu 5.000 Euro kosten. 15.000 neue Lkw-Parkplätze will die Bundesregierung jetzt auf Deutschlands Autobahnen schaffen. Es herrscht Krieg auf der Autobahn, sagte der Lkw-Fahrer, der auf die Fahrzeuge von Kollegen geschossen hatte und als Autobahn-Sniper bekannt wurde. Der Messerstecher von der A1 wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Bei Familie Kneffel zu Hause in Isernhagen. Ihr Fuhrpark, 2 große Autos und 31 kleine. Okay, größerer Unfall. Guck mal, der Hänger ist doch abgefallen. Nein! Wie eine Polizei holen? Hier ist der Krankenwagen, kommt schon, der Krankenwagen kommt schon. Und der Kleine, da muss der Arzt jetzt rein. Freitagvormittag. Die Kneffels werden einen kleinen Ausflug unternehmen. Wir haben sie gebeten,
testet doch mal nebenbei, wie familienfreundlich die Autobahn ist. Nein. Jan? Handweg? Erstmal wollen wir wissen, wie das mit den Preisen an der Autobahn ist. Maren Knöffel ist eine sparsame Hausfrau. Im örtlichen Supermarkt. Hier kauft sie Getränke und etwas zu essen. Die Preise werden wir mit denen einer Raststätte und eines Autohofs vergleichen. Es heißt ja oft, an der Autobahn sei alles teurer als anderswo. Wir wollen es genau wissen. Der Warenkorb für die Kleinfamilie. Das, was man so unterwegs braucht, wenn man auch noch ein Kind auf dem Rücksitz hat. Ein kleines Sandwich, eine Cola Light, ein Wasser, ein Apfel, ein Snack, 4,88 Euro. Mal gucken, wie es auf der Autobahn aussieht. Ich bin gespannt. Bitte schön. Danke. Sieht das für mich cool? Ja. Oh, das ist ein lecker Brot. Beiß mal rein. Schmeckt? Und ist das frisch? Sieht auch gut aus. Ja. Lecker Ei. Lecker Ei. Auf der A2 Richtung Dortmund. An der Raststätte macht Maren Knöffel den ersten Testkauf. Eine Flasche Wasser, eine Cola, ein Sandwich, ein Apfel, ein Snack stehen auch hier auf dem Einkaufszettel. Zur Erinnerung, im Supermarkt hat sie 4,88 Euro ausgegeben, inklusive Apfel. So, ich habe alles bekommen. Obst gab es leider nicht. Dafür war das aber wahrscheinlich deutlich günstiger. Ja, ich habe einen kleinen Schock bekommen. Das sind weit über 100% mehr. Also, dass es teurer ist, ist, habe ich mir gedacht, aber dass es so viel teurer ist, hätte ich nicht gedacht. Ohne Apfel, wie viel sind's? Ohne Apfel 11,16 Euro. Halten Sie das für gerechtfertigt? Nein, definitiv nicht. Das ist absolut überteuert. Ich glaube, man sollte vorher sich im Discounter eindecken, gerade wenn man mit Familie unterwegs ist. Ja. Das lohnt sich nicht. Also mit familienfreundlich ist es bestimmt nicht? Mit Sicherheit nicht. Möchtest du noch mal abbeißen? Einmal lecker. Schmeckt dir nicht? Ich glaube, ihm schmeckt's nicht. Der Tankstellenpächter teilte auf Nachfrage mit, eine Raststätte habe nun einmal hohe Kosten. Immerhin sei das Lächeln gratis. Keine Chance rüberzuziehen. Ron Knöffel sucht einen Autohof. Abseits der Hauptstrecke soll man günstiger einkaufen können. Mein Auto! Gehen wir gleich auf. Maren Knöffel macht den Test. Zur Erinnerung, im Supermarkt hat sie 4,88 Euro ausgegeben, in der Raststätte für das gleiche Sortiment ohne Apfel 11,16 Euro. So, da bin ich wieder. Nächste Station? Nächste Station Autohof, Tankstelle. Ich bin ja ein bisschen erstaunt, also es war deutlich günstiger. Ich würde sagen, wir liegen jetzt im guten Mittelfeld. Wie viel war es? 7,08 Euro. Ja, Obst gab es dort auch nicht. Möchte ich mir mal einmal das Brötchen kurz zeigen. Also ich weiß nicht, wie man sowas anbieten kann. Der Salat wird langsam braun, der Käse ist total vertrocknet. War da nicht vorhin noch eine Gurke bei? Ist die besser runtergenommen? Hat die runtergenommen? Die Verkäuferin entschuldigte sich später, das Käsebrötchen sei aus Versehen vom Vortag liegen geblieben. An der Autobahn lässt sich vieles leichter verkaufen. Die Geschäfte sind für Zehntausende problemlos erreichbar und der Kunde kann mit dem Auto fast bis an den Tresen fahren.
Ganz spezielle Biotope bilden sich dort, wo punktgenau mehrere Bedürfnisse der Reisenden gestillt werden können. Ein Unternehmen hat sich auf Erotikmärkte ausschließlich entlang der deutschen Autobahnen spezialisiert. Wer an der Autobahn einkauft, kann keine Preise mehr vergleichen. Nur wenige Branchen teilen sich den lukrativen Standort. Sexläden, Spielhöllen, Schnellrestaurants. Die Unternehmer wissen, der reisende Kunde sucht den schnellen Konsum, nicht das Schnäppchen. Viel Verkehr heißt viel Kundschaft, erzählt uns Filialleiter Matthias Kalder in Bremen-Hemelingen. Bei größeren Staus etwa werden die Erotikmärkte besonders gerne frequentiert. Einmal die verkehrsgünstige Anbindung ist sehr genehm für die Kundschaft. Einmal die Anonymität auf den weitläufigen Autobahnen. Und letztendlich sind es ja überwiegend die Kraftfahrer, die am Wochenende irgendwo festliegen, abends ihre Ruhezeiten einhalten müssen und dann irgendwo Entspannung suchen. Und das nicht nur bei einer Currywurst, sondern vielleicht auch mit ein bisschen Erotik. Die einen, die sagen, okay, ich bleibe im Stau stehen, das merken wir dann schon. Und es gibt auch die anderen, die dann sagen, okay, bevor ich eine Stunde auf der Autobahn stehe, vertreibe ich mir eine Stunde eben im Erotikmarkt. Es sind ja hier noch andere Firmen, die sich hier angesiedelt haben, die letztlich auch wegen der Verkehrslage hier sind. Ja. Spürt man das, dass man da auch voneinander profitiert? Sicherlich. Wir haben jetzt erst im letzten Jahr McDonald's hier nebenan bekommen und haben gemerkt, also das Klientel, was dort eben noch einen Milchshake trinkt, kommt nachher zu uns und kauft Kondome. Deutschland hat mit 13.000 Kilometern das drittlängste Autobahnnetz der Welt, nach den USA und China. Ohne die Fernstraße, 1929 von einem preußischen Ingenieur erdacht, hätte es die deutsche Wirtschaft schwer gehabt. Kundensuche ohne Autobahn ist undenkbar. Das ist eine der Lebensadern unseres Unternehmens, nicht nur meines, sondern auch vieler Kollegen von mir, die täglich unterwegs sind zu ihren Kunden. Ohne Autobahn würde das Wirtschaftssystem nicht funktionieren. Weder für uns Dienstleister, noch für die Industrie, noch für alle anderen Sparten. Über eine Stunde hat er diesmal auf der A2 im Stau gestanden. Deshalb kommt er schon wieder mit Verspätung zum Termin. Geschäftspartnerin Isabel von Künzberg kennt das Problem. Frau von Künzberg. Mensch, Herr Knöppel. Ach, es tut mir leid, ich bin zu spät. Ja, deutlich zu spät. Was eine los? Stunde auf der Autobahn. Für die Unternehmerin ist Zeitverlust die Plage der Autobahn. A2, ne? A2. Ich bin ganz sicher, dass es eine deutliche Steigerung der Zufriedenheit gäbe, der besseren Vorbereitung gäbe, der Terminsicherheit gäbe, die ganz oft dazu führt, dass ein Termin einfach nicht gut läuft, weil man eine Stunde zu spät da ist, weil man im Stau bei einer Autobahnvollsperrung gestanden hat, dann abgehetzt ankommt, ja. Das Gegenüber dann schon eine Stunde gewartet hat, unangenehm berührt ist, weil man zu spät kommt, sich natürlich dadurch missachtet fühlt und dann der Termin nicht so gut läuft. Da bin ich ganz sicher, dass es geschäftlich besser laufen würde. Meinen Sie, es würde besser, wenn wir mehr Autobahnen bauen? Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, das muss ich ehrlich sagen. Zum einen der Mensch, der die Natur liebt und diesen unfassbar starken Landverbrauch nicht gut findet. Und zum anderen die berufstätige Frau, die eben schnell von hier nach da fahren muss, die Kundentermine wahrnehmen muss und die mobil sein muss. Hier in der Wesermarsch soll eine neue Autobahn gebaut werden. Die A20 wird eine der schönsten Landschaften Norddeutschlands zerschneiden. Sie soll mit einer Strecke von 114 Kilometern die deutsche Küstenregion mit Polen und den Niederlanden verbinden. Für jeden Kilometer wird eine Landschaftsfläche von etwa 30 Fußballfeldern verbraucht. 30 Jahre lang hat Horst Mertens sein altes Bauernhaus renoviert. Jetzt ist es bald wertlos. Die Autobahntrasse läuft dicht am Haus vorbei. Also die alten Häuser sind alle gekauft worden von Leuten, die hier in der Ruhe sich angesiedelt hatten und in der Ruhe leben wollten, so wie wir auch. Wo soll denn die Bahn jetzt lang gehen genau? Etwa 50 Meter von hier, schräg hinter den Bäumen, die über die Ecke, wo die Bäume stehen, weg. Und dann hier direkt am Zaun lang in Richtung Jahrelangstraße. Also das sind keine knapp 50 Meter von hier. Ja. Wir haben eigentlich uns vorgestellt, dass wir hier in Ruhe unser Leben beenden können und dann das Grundstück an unseren Sohn vermachen. Aber der will das auch nicht mehr haben.
Der wohnt jetzt in Hamburg und er ist gerne hier, solange hier noch keine Autobahn ist. Aber erben möchte das jetzt auch nicht mehr. Sein Nachbar Daniel Schätzle ist aus der Schweiz hierher in die Wesermarsch gezogen. Der schönen Landschaft wegen. Er sagt, gegen den Autobahnwahn der Politiker gibt es kein Mittel. Werner, möchtest du auch ein Schild? Nö, ein Traktor. Ja. Ich kenne hier in der Umgebung niemanden, der für die Autobahn ist. Und haben Sie schon mal mit Politikern diskutiert darüber? Wir haben mit den Politikern von der Gemeinde gesprochen, auch Politiker von Niedersachsen, die teilweise dafür sind und teilweise auch sehr dagegen sind. Politiker können sich profilieren. Wenn Politiker Karriere machen wollen, müssen sie das machen, was die Parteien wollen und müssen das dann so vertreten. Die Folgen des Autobahnbaus haben wir alle täglich vor Augen. Sie strangulieren unsere Städte, sie zerhacken die Landschaften, sie verschlingen Unsummen. Die A20 soll so viel Geld kosten, wie für Neubau und Instandhaltung aller Autobahnen Deutschlands pro Jahr vorgesehen ist. Aber auch wenn der Staat kein Geld mehr hat, für den Bau einer Autobahn gibt es immer Argumente. Ich halte diese Strecke für wirklich sehr wichtig, für wirtschaftlich eine gute Basis, damit wir uns im Norden Deutschlands weiterentwickeln können. Und insofern sehe ich da drin auch eine Perspektive. Aber sie muss dann auch vernünftig finanziert sein. Und dass ein solches Projekt in der Größenordnung 2 Milliarden bis 3 Milliarden kostet, muss man dabei auch wissen. Es hilft jetzt auch nicht, Zahlen runterzureden. Dann muss man auch die Dimension benennen. Die A1 hat der Staat kostenlos bekommen. Baukonzerne haben sie zum Nulltarif sechsspurig ausgebaut. Dafür kassieren sie 30 Jahre lang die Lkw-Maut, müssen aber die Straße auch so lange betreuen. In nur 4 Jahren waren 71 Kilometer Strecke fertig. Rekordzeit. Der Staat hätte dafür 12 Jahre gebraucht. Ist das eine Patentlösung für die klamme Staatskasse? Der Bundesrechnungshof sagt, nein, das Risiko ist zu groß. Falls den Konzernen das Geld ausgehe, bliebe der Steuerzahler auf den Kosten sitzen. Wenn der Staat kein Geld habe, solle er eben keine Autobahnen bauen. ÖPP heißt das umstrittene Finanzierungsmodell, öffentlich-private Partnerschaft. Ein Konsortium von Großfirmen leiht sich einige 100 Millionen Euro von den Banken und baut dafür die Autobahn. Über die Maut holt es sich sein Geld zurück, mit Gewinn. Minister Lies ist ein entschiedener Gegner dieser Finanzierung. Man muss mit diesem System ja sehr vorsichtig umgehen. Wenn wir sagen, der Staat hat kein Geld und deswegen macht es die private Hand, muss man aber ehrlicherweise sagen, die macht es ja nicht, um uns was zu schenken, die macht es, um daran zu verdienen. Und ich bin überzeugt davon, dass es im Endeffekt nicht günstiger wird, als wenn wir es selber machen würden, sondern es ist der Versuch, Zukunftsinvestitionen auf andere zu verlagern. Also der Einzige, der sicher ist, ist der private Investor, der sozusagen seine Einnahme garantiert bekommt. Und für Ausfälle haftet dann der Staat. Das ist eine merkwürdige Form, sozusagen als Gegenmodell zu der eigentlichen staatlichen Finanzierung, sondern es ist die staatliche Finanzierung. Staatssekretär Enak Ferlemann aus dem Bundesverkehrsministerium nimmt uns in seiner Dienstlimousine ein Stück mit über die A27. Er wischt alle Bedenken gegen die private Finanzierung beiseite und sagt, wer dagegen ist, denkt nicht modern. Es gibt in Deutschland viele, die in den alten Strukturen gerne verharren. So nach dem Motto, haben wir schon immer so gemacht, ist immer irgendwie gelaufen, wollen wir auch nicht verändern. Ich bin ein großer Anhänger der öffentlich-privaten Partnerschaft. Letztlich sind es staatliche Gelder, die investiert werden. Wir haben nur den Vorteil, dass wir wesentlich schneller die Autobahn zur Verfügung stellen, wesentlich effizienter bauen und eben auch dadurch, dass wir weniger Unterhalt haben, weniger Staus haben. Volkswirtschaftlich gesehen ist das ein großer Vorteil, weil jeder Stau weniger ist ein Vorteil für die Volkswirtschaft, weil die Infrastruktur komplett zur Verfügung steht. Und das spricht für ÖPP da, wo es geht. Zugegeben, die privat finanzierte A1 zwischen Hamburg und Bremen ist eine schöne Schnellstraße geworden. Aber Kritiker befürchten, irgendwo gibt es einen Haken. Warum sind die Verträge zwischen dem Bund und den Konzernen geheim? So geheim, dass nicht einmal Bundestagsabgeordnete sie einsehen dürfen. Das macht misstrauisch. Der Kölner Autor Werner Rügemer beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dieser öffentlich-privaten Partnerschaft. Ist ÖPP wirklich ein windiges Modell? Der Experte sagt, es nutzt nur den Kapitalanlegern. Der Verlierer ist immer der Steuerzahler.
Man kann sagen, dass dieses Verfahren angeboten wird von den Investoren. Lieber Staat, du brauchst dich um gar nichts mehr zu kümmern. Wir übernehmen alle Aufgaben, all inclusive. Und das ist für dich am billigsten. Du brauchst kein Personal mehr. Ja, du brauchst nur noch zu zahlen. Aber bald, so befürchtet Rügemer, fangen die Konzerne an zu pokern und zu falschen. Was man dann in den großen Medien meist nicht lesen kann, ist eben dieses wiederholte Nachfordern. Der Investor sagt einfach, ja, die ursprünglich vereinbarte Miete, das Entgelt aus der Maut und so weiter, damit komme ich doch nicht klar. Es sind doch ein paar unvorhergesehene Faktoren sind dazugekommen. Also wir müssen hier leider das Entgelt erhöhen. Das ist einfach eine wiederkehrende Erfahrung. Man sagt, Autobahnbau sorgt für Arbeitsplätze. Der Ausbau der A1 hat Niedersachsen nur eine schöne Straße gebracht, aber keine Spur von Wirtschaftsbelebung. Regionale Anbieter hatten kaum eine Chance. Große Baukonzerne, die auch international tätig sind, schöpfen hier praktisch den Rahmen ab. Aber das geht auch auf dem Rücken von Subunternehmern, die dann nur noch untereinander sozusagen in Konkurrenz nur noch sehr geringe Löhne zahlen können, sehr viele Leiharbeiter beschäftigen. Und damit also auch das Steueraufkommen, das Lohnaufkommen in der Volkswirtschaft eher zurückgeht. Für Staatssekretär Ferlemann ist es wichtig, dass überhaupt Autobahnen gebaut werden. Aber natürlich, klar, wenn Gewinne gemacht werden und so, wandern die dahin, wo die Sitze der Konzerne sind. Und wenn die im europäischen Ausland sind, Spanien als Beispiel, dann wandern die Gewinne natürlich letztlich dahin. Das heißt, es ist zweierlei. Zum einen ist Wettbewerb immer gut. Wir müssen uns auf einen europäischen Markt einstellen. Das ist ein europäischer Wettbewerb, das wollen wir auch. Aber wenn solche großen Projekte finanziert werden müssen, müssen wir uns was überlegen. Die Chinesen drängen auf den Markt und die Chinesen bringen immer eine komplette Finanzierung heute mit. So etwas kennen wir in Europa so bisher nicht. Aber wir werden uns da umstellen müssen. Die Bauwirtschaft verändert sich, das Umfeld verändert sich und darauf müssen wir uns einrichten. 42 norddeutsche Bauunternehmer mit 7000 Arbeitsplätzen sind verärgert über die Bundesregierung, weil sie an dem Projekt A1 nicht beteiligt wurden. Firmenchef Fritz Tiesler aus Elsfleth klagt, nur große Konzerne machen Kasse. Der Mittelstand beschäftigt sehr viele Mitarbeiter aus den jeweiligen Regionen. Er bildet aus, während die großen Aktiengesellschaften kaum noch gewerbliches Personal beschäftigen oder in sehr geringem Maße gewerbliches Personal beschäftigen und mehr mit Aufträgen handeln, als die Arbeiten selbst auszuführen. Wir haben ja kaum noch selber große Baukonzerne, die solche Projekte stemmen können. Das heißt, da wird auf die mittelständische Bauwirtschaft, Bauindustrie eine Aufgabe zukommen, eben selber sich so zu organisieren, dass man solche Projekte auch stemmen kann. Da müssen sie natürlich schon eine Leistungsfähigkeit haben, auch eine finanzielle Kraft haben. Und wir sehen ja, wie der Wettbewerb da ist. Es rangeln 4, 5 große europäische, weltweite Baukonzerne mit Finanzierern, das ist logisch, und Planern dann um diese Projekte. Und der Mittelstand muss sich da arg anstrengen. Und gerade wir in Deutschland haben das Problem, dass wir in diesem Bereich gegebenenfalls tatsächlich Fähigkeiten verlieren und auf auswärtige Konzerne angewiesen sein werden. Nur für wenige ist Autobahn das große Geschäft. Für die meisten anderen eine Straße, auf der sie schnell vorankommen wollen. Auch für die Kneffels. Sie sind unterwegs auf der A2. Bei ihrem Ausflug sollten sie für uns überprüfen, wie familienfreundlich ist hier die deutsche Autobahn. Sie suchen einen Platz für ein kleines Picknick und eine Toilette für Sohn Lian. Die Toilette mag ich gar nicht. Die gute Nachricht? Es gibt auch saubere Rastplätze. Okay, für eine kurze Rast am Rand der Fernstraße. Wir haben fast alle Parkplätze an der A1 und an der A2 besucht. Kaum einer war einladend. Wir fanden Schmutz, Müllberge und ziemlich ungenierte Autofahrer.
Für viele scheinen die Rastplätze nur Außentoiletten im Grünen oder Örtlichkeiten der diskreten Entsorgung zu sein. Was ist das denn? Eine Eier! Also ich glaube, hier ist doch 2 Wochen lang nicht der Müll abgeholt worden, oder? Was ist das für ein Bild? Was für eine Wirkung? Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Ekelhaft. Und auch nicht verständlich. Vor allem die Leute scheinen ja hier ihren Hausmüll. Ist ja privater Müll. Ja, ist doch egal, aber. Das ist nicht einfach nur von irgendeinem Parkplatz, da vorne steht auch Farbe. Nee, also hier, guck mal, stell mal vor, du würdest jetzt hier im Rasthof Rast machen wollen. Mhm. Oh, nee, komm. Das stinkt auch. Der Container wird einmal die Woche geleert, teilt die Entsorgungsfirma mit. Für mehr Sauberkeit gäbe es kein Geld. Ja. Ich glaube, das hat Prinzip, was wir hier sehen. Jede Toilette sieht gleich aus. Das stinkt noch bestialischer als vorhin. Nee, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Das tut mir leid. Ich glaube, hier wird mit System gereinigt. 2x45 Minuten, so die Reinigungsfirma, sei hier heute schon sauber gemacht worden. Boah. Kann man den Geruch beschreiben? Nein, kann man meinen Gesichtsausdruck sehen? beschreibend genug, würde ich sagen. Ja, stechend. Ja, und schon fast Schmerzen in den Augen. Peinlich. Wir Deutschen halten immer ein ordentliches, sauberes Bild aufrecht. Und wenn man sich das anguckt, dann sind wir eigentlich alles Schweine. Sorry. Ne? Ich meine, wir bezahlen ja auch dafür. Wir bezahlen ja dafür, dass wir es sind. Es wird kostenlos zur Verfügung gestellt, aber letzten Endes bezahlen wir es ja über unsere Kfz-Steuern. Aber leider ist die Kfz-Steuer nicht zweckgebunden. Sie fließt in den allgemeinen Haushalt. Die Männer von der Autobahnmeisterei Hannover. Lothar Budde und seine Kolonne fahren 2x die Woche die Parkplätze ab und räumen auf. Budde hat schon das Unterholz abhacken lassen, damit sich die Reisenden nicht mehr in die Büsche schlagen können. Aber gegen das Fäkalienproblem an der Autobahn gibt es kein Mittel. Aber es gibt ja nun öffentliche Toiletten und alles Mögliche. Und warum gehen die Leute denn trotzdem in die Büsche? Das ist doch, ja, öffentliche Toiletten gibt es auch. Die haben wir auch hier auf dem Parkplatz stehen, die sogenannten Dixies hier. Aber ich sage mal, die Bürger benehmen sich teilweise wie die Schweine. Und da kann man nicht zumuten, dass dann noch Leute raufgehen, wenn dementsprechend die ganze Toilette versaut ist, bis darum geht nicht mehr. Und man hat dann eben das Bedürfnis, dann geht der eine oder andere auch schon mal in den Busch. Ne? Mal gucken hier. Mal reinschauen. Ist gerade frei. Naja, es geht noch, ne? Nur ich sage mal, wenn so eine Toilette und so. Es geht noch, sagt Lothar Budde. So, das war wieder eine kleine Grundreinigung. Und jetzt kommen wir am Freitag wieder, machen die nächste und schauen immer, was sich dann wieder angesammelt hat die nächsten Tage. Die Autobahn gehört zur Komfortausstattung unseres Staates. Aber ohne eine Grundsanierung wird sie über weite Strecken bald nur noch eine alte, verkommene Straße sein. Die Kneffels haben einen Tag lang die A2 getestet. Ihre Bilanz nach über 200 Kilometern. Familienunfreundlich. Wenn ich eine Note vergeben müsste von 1 bis 6, ich sage eine 5. Ich konnte nichts Positives dem Tag mitnehmen. Also fällt mir eigentlich gar nichts ein. Vor allem die Preise, Sauberkeit. Und dass wirklich gar nichts für Kinder ist. Also ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch mal einen Rasthof gibt, wo wir eine Rutsche finden oder irgendwie was Kleines, was einen kleinen Anreiz für die Kinder. Wenn es nur mal auf die Bank setzen ist und Picknick machen. Oder einfach nur auf die Bank setzen. Aber wir haben ja sogar eine Bank gesehen, wo da dieses Metall rauskommt. Es ist absolut gefährlich und man kann das mit Kindern nicht machen. Der Patient Autobahn, das müssen wir nach unseren Dreharbeiten feststellen, ist ein Fall für die Intensivstation. Allein um die Substanz zu erhalten, werden in den nächsten Jahren laut Verkehrswegeplan mehr als 50 Milliarden Euro benötigt.